Als in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag des vergangenen Jahres mitten im Wächtersbacher Wittgenborn ein Wohnhaus in Vollbrand geriet, stand der Verdacht auf schwere Brandstiftung im Raum. Nicht nur das, ein rassistisches Motiv galt nach dem Auffinden von rechtsextremen Schriftzügen für viele als äußerst wahrscheinlich. Nun, gut 3 Monate später, die unfassbare Wende. Der Hausbesitzer selbst soll das Feuer gelegt und absichtlich eine falsche Spur in Richtung eines rechtsextremen Motivs gelenkt haben. Grund dafür: Versicherungsbetrug. Dennoch kann Bürgermeister Andreas Weyer aufatmen. Mir persönlich geht es trotzdem gut, denn wie gesagt, ich habe mich ja sehr zurückhaltend nach der Tat geäußert. Ich war ja auch 4 Stunden am Brandort und hatte schon hier und da so meine persönlichen Zweifel aufgrund meiner Berufserfahrung im Vorfeld. Und letztlich, aber das gilt wie gesagt für alle Dinge, man muss erst Ergebnisse abwarten, bevor man Urteile fällt. Und das ist auch mein Appell jetzt in alle Richtungen, in extreme Richtungen, jetzt hier nicht irgendwas zu verallgemeinern, sondern eben das zur Kenntnis zu nehmen, dass hier die Ermittlungsbehörden ein sauberes Ergebnis abgeliefert haben und das jetzt eben durch die Justiz entsprechend zu bewerten wird. Angesichts der Tatsache, dass es sogar zu Solidaritätsbekundungen und Mahnwachen gekommen war, ist der Unmut in der Bevölkerung groß. Ich finde das beschämend, weil das trifft ja uns Ausländer, die hier leben. Wie soll man es fühlen? Momentan fühle ich mich ganz schlecht wegen so Menschen. Wir versuchen hier was aufzubauen, Zusammenhalt aufzubauen und solche Menschen machen alles kaputt. Da fängt man wieder von Null an. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich hoffe, die werden bestraft, wie es gehört. Mich hat gestört, dass man das verallgemeinert. Dass man das einfach, so einen Vorfall, in die Hand nimmt und verallgemeinert es dann und zieht dann Leute bei, die sich dann auch noch mit in vorderster Front hinstellen, die einfach nur, weil es eine Hetze ist, weil man das macht, weil das en vogue ist, weil das heute so üblich ist. Und das finde ich nicht okay. In Wächtersbach haben wir solche Leute nicht. Vor die Kamera treten wollte sonst aber niemand. Zu sensibel sei das Thema und umso größer die Gefahr, selbst in ein falsches Licht gerückt zu werden. Für viele sei allerdings von Anfang an klar gewesen, der Hausbesitzer spielte allen hier etwas vor. Osthessen News. Sehen, was bewegt.